Bin nach dem Sex ohnmächtig geworden. Er ist wahrscheinlich zu umwerfen gewesen. Das hat garantiert ein Typ geschrieben und keine Frau. Tanja, das sind private Momente. Schick keine Geschichten mehr von mir ein. Nein, ich 22, habe sie Monika 21 über eine Dating-App kennengelernt. Beim ersten Date bin ich im Restaurant schon am Platz gesessen. Dann ist so eine 50-Jährige an meinen Tisch gekommen. Ich habe ihr höflich gesagt, dass dafür mein Date reserviert ist. Und sie sagt, ich bin dein Date. Ich bin Monika. Aus alten Pfannen lernt man kochen. Wir gingen zu ihr und es gab Rahmschnitzel. Das ist schon mal geil. Ich habe vor Aufregung vergessen, dass ich eine Laktoseintoleranz habe und mitgegessen. Die Blähungen danach abnehmen, die Stimmung ruiniert. Während dem ersten Date hat er mich den ganzen Abend Jessie genannt. Ich heiße Sarah. Ja, aber sie ist auch blöd, dass sie nicht sagt, dass ja, sie gell. Sarah heißt. Dann guckt den ganzen Abend Date. Hallo, Jessie! Er kam 35 Minuten zu spät zu unserem ersten Date und brachte seine Ex-Freundin mit. Wow. Damit du sie gerade kennenlernen kannst, wir wohnen noch zusammen und teilen uns einen Weg hin. Okay, wow. Das ist recht gut. Das hättest du wahrscheinlich auch so. Nein. Nein, das finde ich jetzt wirklich. Das ist wenigstens raus, direkt, klar. Oh Gott. Er brachte in das Café, in dem wir uns zum ersten Mal trafen, aus irgendeinem Grund seine Kollegen mit. Ich bin jetzt mit seinem. mit einem seiner Kollegen zusammen. Ja, so kann es laufen. Wenn nicht der steilste Typ bei dir in der Clique bist, dann nimm nicht nur die geileren Typen mit als Date. Das ist ja klar, du wirst aussortiert. Es war ein Tinder-Date und wir gingen recht schnell zu ihm nach Hause. Nie heim, er sagte, er wohne in einer WG, doch seine Mitbewohnerin wurde recht wütend, als wir uns in sein Zimmer zurückzogen. Es stellte sich heraus, dass eigentlich seine Freundin war. Hat sie darüber zwischendurch Bist du für einen Pflock? Er vergaß sein Portemonnaie und ich musste zahlen. Eigentlich kein Problem für mich, doch er hatte dann auch noch beim zweiten Date kein Geld dabei. Es war das letzte. Bist du das? Klassische 10-Schild-Masche. Das machst du wieder auch immer? Ja, einfach zum Schauen, ob du ein Golddecker bist. Ich hatte mein schlimmstes Date mit Sedi von Easy. Habe ihn auf der Straße gesehen und ihn völlig begeistert Hallo zugerufen. Daraufhin hat er sich in einer Ecke versteckt. Ja? Wenn auch du deine grosse Liebe möchtest finden, dann abonniere Easy Magazine auf YouTube.